Hallo, hier ist wieder euer Damien mit einem weiteren Let's Play. Und zwar, was spiele ich heute? Heute spiele ich Brutal Lich Legendary. Und zwar, ja. Das habe ich mir bei Steam runtergeladen, weil ich weiß gerade im Angebot war. Und eigentlich noch gar nicht draußen ist, aber ich kann es trotzdem schon spielen. Can you hear my voice? Keine Ahnung warum. Also los, Soundcheck! Oh, den Trigger hier. Oh Mann. Hallo. Hallo. Also los, Soundcheck! Also los, Soundcheck! So, machen wir mal ein bisschen leiser. Ja, und ich wollte euch einfach mal zeigen, was das und wie das so ist. Also bis jetzt ist es nur ein Multiplayer, also ich weiß nicht, ob das nach Release hier noch anders ist. Und zwar spielen wir mal... das hier. Und schaut einfach mal, es soll ja einfach nur mal ein Blick sein, wie es ist, ob es euch gefällt. So, und zwar erinnert sich das Spiel ein bisschen an Goblin Commander. Weil hier kann man ja für so voll dämonisch rumfliegen. Und ja, wir müssen uns erstmal Leute rekrutieren. Was wir auch erstmal machen werden. Ja, man kann hier angreifen, wenn man will. Ein paar Sprüche attacken aber auch. Abwehren kann man. Man kann auch mit jeder. Mit den Headbangern. Nicht Headbangeln. Egal. So, aber man kann auch mit anderen auch synchronisieren, dass man jetzt zum Beispiel auf Attacke draufkriegt. Zum Beispiel hier. Ihr seid meine persönliche Ehrengarde, ja? So, haben wir jetzt die anderen auch? So, jetzt gehen wir jetzt vom los. Der Gegner sieht man schon, die gegnerische Bühne. Die ist es zu zerstören. Und wir laufen mal schon mal los. Ich flieg mal hin. Das dauert jetzt ein bisschen zu lange. So. Jetzt muss ich nur auf meine Leute warten. Moment, ich will noch was hinstellen. Das alles in etwa dieser Richtung muss. Jetzt erinnert auch ein bisschen an Overlord. Also, so eine Mischung aus Overlord und. Ja. So. Jetzt stellen wir mal eine Flagge hin, was in einem schönen kleinen. Tastenkombinationsspiel ist. Jungs, hier rüber! So, damit meine neu ausgebildeten Einheiten natürlich gleich dahin laufen. So, die schicken wir mal hier. Ja. Beeindruckend, Eddie! So, gleich mal rein. Und jetzt haben wir den Gassier befreit. Jetzt können wir unsere eigenen Fanbühne sozusagen, so nenne ich das jetzt mal, aufstellen. Das war natürlich auch durch einen Geschicklichkeitstest ist, damit hier eine Bühne entsteht. Und jetzt hat es schon geklappt. Das ist der gegnerische Bettler, sozusagen. Der ist tot. So, so, jetzt probier ich das nochmal hier. So, jetzt hat's geklappt. Dann schön wird deine Bühne aufgebaut. Ach, keine. Fan-Dings aufgestellt, die mir Punkte gibt. So, die wollen aber mein Ding jetzt kaputt machen. So, also ich möchte aber. Ich weiß, ich habe schon nicht genug Geld. Oder Seelen. So. So, gucken wir mal jetzt, was wir jetzt machen können. Ja, jetzt können wir unsere Bühne aufwerten, um mehr bessere Einheiten zu kriegen. So, jetzt zählen wir gleich schon mal wieder ein paar Einheiten. Was ist das eigentlich? So, abbrechen. So, wir haben sie besiegt, also. Bleibt bei mir, wenn ihr leben wollt! Folgt mir und seid wachsam! Wir sind hinter dir! Natürlich! Wollen uns mal. Vernichtet sie! Mal kaputt machen lassen. Also im Flugmodus kann man glaube auch. Warte, muss ich mal ausprobieren.
irgendwie. Nee. Ah ja, genau, hier so Dings setzen. Lithium! Ironhead, hier rüber! So, genau, Bewegung setzen. In so ein Strategiespiel. Mit eingreifen, wenn man möchte. So, ich möchte jetzt aber das Nest zerstören. Okay, oh, hier unten wollen sie. Das fällt ich mir selber ab. Du machst dir ein paar Mist. Ich bin fast tot, glaube ich. Klar, du leidest am besten. Hier war super, oder? So, jetzt wollen wir es mal gucken hier. Mit einem Bühnen-Upgrade. Lichte Dämmerung, aha. Naja, egal. So, jetzt können wir bessere Einheiten bauen. Kann man gleich mal machen. So, wir fliegen mal wieder rüber, weil das ist jetzt frei. Ich möchte jetzt, dass die alle mal hier hin. Los, geht ins Licht! So, und hier. Oh. Muss mal wieder landen, sonst kann man nichts machen. Und zwar stellen wir jetzt hier eine Bühne wieder auf. So. Applaus für die Fans! Das wird gebaut. Damit hätten wir jetzt erstmal Dings. Das ist bis jetzt mein Lieblingsteil, was da steht. Weil. Und ich zeig's euch. Also, ich stelle eine Spezialeinheit. Ja, ich will da rein. Okay, hört mal alle her! So. Und jetzt, wenn ihr euch ballert. Die Gegner kaputt hauen hier. So. Macht aber auch von alleine. Zerstörung! Keine Gnade. So. Gucken wir mal die Bühne weiter ausbauen können. Wenn du nicht, ich schon mal alle Einheiten zeigen. Gut, jetzt können sie auch wieder hierher. Und zwar, wie ging es jetzt da? Das Licht leuchtet, sucht es! Oder einfach. Zu mir, meine Krieger! So. Was ist hier drüben? Gut. Haben wir doch schon mal eine schlagkräftige Truppe. So, was können wir jetzt bauen? Metallmonster, wir bauen ein Metalmonster. Das kenne ich nämlich selber noch nicht. Kann ich mein Dings nochmal ausbauen? Ja, auf Stufe 3. Können wir auch gleich machen. Weil das Metalmonster kenne ich noch nicht. Ach, wir haben auch nur Truppenplatz, sehe ich gerade. Das ist doof. Mal aus. Wo ist mein Spendelmonster? Ich will wissen, was du willst. Was macht? Das ist halt noch Feuer zu schmeißen. Boah, Flammenwerfer! Wuhu! Metal Monster! Feuer! So, wir gehen mal wieder runter. Damit das Metal Monster mal ein bisschen selber ausmachen kann. Zeig denen, wozu Headbanger in der Lage sind! Ich glaube, meine Fußtruppen brauchen die kleine Schiene. Ah, ich kann sie auch, also auch aufwerten. Jetzt sind sie irgendwelche Übermonster, die hier jetzt abgehen. Ich glaube, meine Fußtruppen brauchen einen kleinen Schub. So, sind die Tussis auch aufgewertet? Lass uns das mal wiederholen. Hämmert diese Dämonen in den Boden. Hey, hier rüber! Alles klar. Viel besser. Ist das, wusste ich auch noch nicht, dass ich aufladen kann. Also, man kann die auch aufladen. So, schade, jetzt wollte ich eigentlich einen Felsenbrecher auch haben. Sehen, wie der ist. Aber. Das können wir uns erst leisten, wenn wir mehr Fans haben. Du hast Leistung, wenn wir Fans haben, okay. Gut, ich würde sagen. Folgt mir, seid wachsam! Wir beenden das Spiel jetzt einfach mal. Also, wenn ihr noch die anderen sehen wollt, die
hier abgehen, dann müsst ihr euch das Spiel selbst kaufen. So, dann werden wir mal. Es gibt auch mehrere Fraktionen, die man spielen kann. Das sind hier so Untote, Linksviecher, keine Ahnung. So, gut hier. Aber ich denke mal, es wird auch ein Multiplayer-Spiel geben. Ja, Blödsinn, wenn nicht. So. Und sagen. Ich attacke im Check das mal. Ich werde mal. Ich weiß gar nicht aufwerten. Ich glaube, meine Fußtruppen brauchen einen kleinen Schub. So, ja, jetzt wird hier fertig gemacht. Diese Säcke. So, da fällt auch alles auseinander bei der Bühne. Ja, und der Typ, der, den ich gerade hier habe, mit dem ich spiele, ist halt die Hauptfigur. Und wird von gesprochen von Jack Black. Die Bühne fängt an zu bluten. Habt ihr gesehen, wie die Bühne und der Spieler haben gewonnen. Yeah! Bam! Du. So, Leute. Das zu dem Brutal Legends. Legends, bla bla bla. Ja, gut. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kurzen Einblick in das Spiel geben. Ich hoffe, ihr werdet euch das auch kaufen, damit ich auch Leute habe, gegen die ich spielen kann. Und ja, wie gesagt, in 5 Tagen wird es freigeschaltet. Und ja, also mir gefällt es jetzt schon, weil es ist ziemlich lustig. Durch die Kombination von deinem Typen mit anderen Einheiten, die du bauen kannst, ist halt cool. Und die verschiedenen Fraktionen, die auch wieder ganz andere Einheiten haben. Ist halt ein ziemlich großer strategischer Teil, wo du überlegen musst, okay, ich springe auch nur auf dieses Fernkampfteil und baller sie ab. Gut. Dann hier, hoffe, hat es euch gefallen. Abonniert, liked mich, wenn ihr wollt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Damien. Ciao, ciao.